Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Ja, willkommen zu einem neuen Spieltest und zwar Mindestry. Das wurde mir vorgeschlagen. Ich habe schon, ich glaube, eine halbe Stunde oder so reingeschaut. Bin auch schon recht weit gekommen. Und ich würde sagen, wir spielen erstmal die Kampagne. Es gibt auch einen Multiplayer. Aber ich will erstmal so in die Materie reinkommen. Deshalb würde ich erstmal die Kampagne spielen. Die wird auch noch eine Weile dauern. Also ich denke mal, da werden einige Videos dafür rauskommen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr das weiterschauen wollt, dann lasst einfach ein Like da. Ich würde sagen, so bei 15 Likes, sagen wir mal 15 Likes, mache ich mit diesem Spiel weiter. Und ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar hier mit Ground Zero. Und da starten wir einfach mal. So, als allererstes pausieren wir mal kurz das Spiel, damit wir keine Zeit verschwenden. Also, hier sind wir in Ground Zero und wir haben links direkt ein kleines Tutorial, nämlich die Bohrer-Kategorie auszuwählen. Das ist hier rechts unten. Und dann sollen wir auf den Bohrer draufklicken und auf ein Feld mit Kupfererz platzieren. Das ist, das sind hier diese braun-beigen Teile hier. Und da sollen wir einfach mal einen Erzbohrer draufpacken. Ich würde den vielleicht mal hier so hinsetzen. Und ja, dann. Huch, dann pausieren wir das Spiel auch direkt wieder. Wir sollen uns zum Kupfererz bewegen und es darauf und drauf tippen, um es manuell abzubauen. Ja gut, dann machen wir das mal kurz. Förderbänder bewegen Materialien zwischen verschiedenen Blöcken. Wähle ein Förderband aus der Verteilung-Kategorie aus. Halte deinen Finger eine Sekunde auf dem Bildschirm und bewege ihn dann, um mehrere Förderbänder zu setzen. Also nehmen wir hier das Förderband, klicken das an und halten es gedrückt und jetzt können wir in fast alle Richtungen damit gehen. Ich werde jetzt vielleicht mal nach links gehen, damit das da verbunden wird. So. Dann platziere Geschütze, um deine Basis vor Gegnern zu beschützen. Geschütze benötigen Munition, in diesem Fall Kupfer. Benutze Bohrer und Förderbände, um dies zu besorgen. Wir haben noch gar keinen Verteiler. Falls ihr es nicht wisst, Verteiler verteilen Sachen an umliegende Blöcke. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal so machen. Also hier haben wir einen Doppelgeschützturm in dieser ersten Kategorie. Und mit dem Bauhammer hier habe ich das eben abgerissen. Also will ich abreißen lassen. Dann akzeptieren wir das mal und machen so weiter. Nehme den Forschen-Knopf im Menü, um neue Technologien zu erforschen. Also den gibt es hier einmal im Menü. Aber den gibt es auch hier oben. Und dann gibt es noch eine ganze Menge zu erforschen. Oh, und es gibt den Verteiler gleich, das ist schön. Also hier haben wir den Verteiler. Der verteilt Materialien auf bis zu 3 Richtungen. Das mache ich auch direkt mal. Wenn wir halt so machen. Dann führen die Förderbänder nach oben in die Verteiler rein. Und die verteilen das halt nach überall. So können wir auch mehrere Geschütztürme gleichzeitig ansteuern und befüllen. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal. So, haben wir einige Geschütztürme schon mal aufgebaut. Aber die haben noch keine Munition. Ihr seht, wir können draufklicken. Der in der Mitte hat schon etwas Munition. Die beiden an den Förderbändern selber haben schon eine ganze Menge. Aber der Rest noch nicht. Deshalb würde ich hier noch ein paar Bohrer hinmachen. Und das dann so zusammenführen lassen.
Und dann haben wir schon so eine kleine Förderbandkette. Und ja, diese Doppelgeschütz brauchen wir halt, um die Gegner, die in 2 Minuten und 35 Sekunden auftauchen, wir versuchen die zu zerstören. Und hier ist der Spawnpunkt der Gegner, hier oben. Der ist immer unterschiedlich, aber in diesem Fall ist er oben. Und die versuchen hier unseren Kern zu zerstören. Und das müssen wir halt verhindern, indem wir die Gegner platt machen hier mit den Doppelgeschützen. Und die Munition ist auch schon fast voll, das ist schön. Jetzt sollte es sich langsam stauen. Wir müssen die halt platt machen. Und dafür brauchen wir Geschütze und dafür brauchen wir Munition. Und so geht das im ganzen Spiel quasi. Nur, dass es hier halt auch noch Forschung gibt. Und dass wir bald einen sehr großen Tech-Tree hier haben. Also hier haben wir erstmal den Verteiler geholt. Dann haben wir noch hier einen großen Verteiler, dafür brauchen wir auch Blei. Das haben wir jetzt noch nicht. Dann ein Sortierer, der sammelt nur bestimmte Materialien aus, das haben wir auch noch nicht. Und ein Brückenförderband, das ist quasi wie ein Förderband, nur in der Luft. Also das kann bis zu 3 von diesen Feldern an Reichweite haben. Was haben wir denn noch? Wir haben Kupfermauern, das ist sehr schön. Das reicht leider noch nicht. Die Kupfermauern sind ganz nützlich, weil wir uns damit schützen können vor den Gegnern. Und ich würde die mir mal holen. Dann gibt es auch noch große Kupfermauern, aber die kleinen reichen erstmal. Ich mache erstmal vielleicht eins tiefer. Vielleicht einfach so eine Mauer hier hin. Bauen das mal auf. Und gleich haben wir auch kein Kupfer mehr. Ja, jetzt bleibt stehen. Das heißt, wir müssen noch mehr von diesen Kupferminen an unseren Kern anschließen. Also nach oben führen lassen. Und wenn wir das haben, dann kriegen wir mehr Kupfer. Das könnte aber noch ein bisschen dauern, bis die alle fertig gebaut werden. Ja, ich hätte das vielleicht vorher bauen sollen. Wir haben hier noch eine große Kupfermauer und hier haben wir ein Luftgeschütz. Also das ist gegen Lufttruppen. Sprüht Blei oder Schrottklumpen auf feindliche Lufteinheiten. Blei. Moment, wo ist Blei? Blei ist hier. Das ist dieses Lilane. Ich habe hier auch schon gesehen, hier ist auch schon ein Teil einer Fabrik gebaut worden. Hat aber nicht ganz geklappt. Hier ist auch noch ein Geschütz. Aber das hat auch keine Munition mehr. Jetzt warten wir einfach auf die Gegner. In 10 Sekunden, 20 kommen die. Und wir können eigentlich schon vorspringen, also vorspulen, dass sie gleich angreifen. Aber ich möchte hier vielleicht noch die Mauern fertig gebaut bekommen, bitte. Da fehlt nicht mehr viel und da haben wir das. Und jetzt kommt schon ein Gegner. Die erste Welle hat begonnen. Es gibt insgesamt 10 Wellen. Ich würde sagen, wir machen erstmal dieses erste Level. Ich meine, wir sind schon 8 Minuten drin. Ich habe nur erklärt. Und da ist noch nicht wirklich was passiert. Der Bohrer hier ist auch schon fast fertig. Ja. Und dann noch der letzte. So, dann gucken wir uns mal kurz den Gegner an. Das ist in etwa so einer wie ich. Also ich kann schießen. Einmal durchklicken oder automatisch halt. Und das kann der Gegner auch. Es gibt verschiedene Arten von Gegnern. Und dieser kann halt schießen und schon ist er kaputt. Wir haben es geschafft. Wir haben die Geschütze überhaupt nicht gebraucht. Ich sehe gerade, die haben eine recht kleine Reichweite. Deshalb würde ich vielleicht noch hier die Mauer ein Stück runterziehen, damit die uns nicht gleich überfallen können und den Kern kaputt machen können.
Andererseits würde ich auch vorschlagen, dass wir das hier so machen und noch drei zusätzliche Geschütze drauf haben. Dann haben wir einerseits noch mehr Reichweite, andererseits haben wir mehr Schaden, den wir machen. Und ja, so läuft das. Ich würde jetzt einfach mal vorspulen, damit wir das hinter uns bekommen. Ist wieder ein Gegner. Wenn die Schaden bekommen, fangen die halt an zu blinken, also an dem Licht. Ich habe zum Beispiel jetzt auch schon ganz viel Schaden bekommen. Ihr seht, jetzt blinkt das. Es ist nicht schlimm, wenn ich kaputt gehe, aber es ist schlimm, wenn der Kern kaputt geht. Ah, ihr seht, ich bin kaputt gegangen. Und da bin ich wieder. Also, solange man den Kern hier hat, kann die Sonne hier unendlich oft spawnen. Ich würde einfach nochmal vorspulen. Weil das ist das erste Level und da gibt es nicht viel zu tun. Ja. Man wartet eigentlich nur auf die Gegner. Und die machen mich gerade kaputt. Ja, der erste ist schon kaputt. Ich aber auch fast. Na komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Ah, da haben wir es geschafft. Wir haben noch nicht einmal diese Geschütze hier gebraucht. Spulen wir einfach wieder zur nächsten Welle vor. Wieder zwei Gegner. Ich glaube wieder dieselben. Ja, wieder dieselben. Später kommen noch andere größere, noch so Mauerspringer quasi. Also die machen massiven Schaden zu Mauern, können aber nicht schießen. Und dann gibt es auch noch Bosse. Ich glaube, die kommen irgendwie jedes zweite Level oder so. Und die haben halt echt, echt viel Schaden und echt viel Leben. Und ein Gegner ist auch schon weg. Ich aber auch fast. Ihr seht, ich blinke ganz stark. Und da bin ich kaputt. Und da bin ich wieder und wieder heil. Ja, einfach vorspulen und die ganzen Gegner jetzt platt machen. Es sind jetzt drei von derselben Sorte. Einer ist tot. Ich aber auch fast. Ja, ich bin fast tot. Ich blink schon ganz stark und komm schon. Ja, einer ist noch da. Einer ist noch da. Den machen wir jetzt auch noch mal schnell platt. Na komm, lass mir die Geschütze mal schießen. Ja, da schießen die Geschütze, die sind echt stark. Vor allem, wenn sie in so einer großen Menge sind. Jetzt haben wir vier Gegner. Oh, einen echt schnellen Gegner. Das ist auch so ein Fluggeschütz. Der ist halt auch so schnell wie ich. Kann halt auch schießen. Und interessiert sich gerade nicht wirklich für mich. Hallo. Wow, der versucht, diese Teile da kaputt zu machen. Und jetzt kommen auch noch die anderen drei, die mich kaputt machen wollen. Ja, und da bin ich wieder kaputt. Der interessiert sich einfach nicht dafür. Und da bin ich schon wieder kaputt. Naja, das wird wahrscheinlich noch öfter passieren. Aber jetzt sind die Gegner auch kaputt. Bis auf den hier. Kann ich dir helfen? Ja, kann ich. So, jetzt haben wir wieder vier Gegner. Jetzt sind es vier von den normalen schießenden Läufern. Machen wir hier noch eine Mauer runter. Und noch zwei Verteiler hier hin. Noch zwei Doppelgeschütze. Und dann sollten wir bereit sein für die Gegner. Komm schon.
Folgt mir. Schieß doch nicht immer die ganzen Sachen an. Kommt zu meiner Basis. Und greift meinen Kern an. Los. Ja, sie schießen. Sie haben auch schon ziemlich viel Schaden hier an der Kupfermauer gemacht. Deshalb ersetze ich die beiden mal. So. Und dann spulen wir wieder vor zur vorletzten Welle. Jetzt gibt es 5 Gegner. Und, oh, jetzt kommt ein starker Gegner. Also, die haben nur eine kurze Reichweite, machen aber Feuerschaden und machen dadurch noch mehr Schaden. Außerdem haben die halt mehr Leben. Sie sind größer, haben mehr Leben, machen mehr Schaden. Also so ein richtiger Tank, sag ich mal. Das heißt, wenn man in die Nähe kommt, ich komme mal in die Nähe, ihr seht, der hat mit Feuer geworfen. Ich bin direkt kaputt gegangen. Und dann bin ich nochmal kaputt gegangen, weil ich ins Kreuzfeuer der anderen geraten bin. So, dann schießen wir noch auf die, machen sie fertig. Da haben wir sie auch platt. Und da ist nur noch der da. Ich glaube, den machen wir einfach so schnell platt. Ja. Das haben wir geschafft. So, da haben wir die letzte Welle. 7 Gegner. Oh, 2, die ganz schnell sind. Und der Rest ist einfach nur normal. Ja, jetzt wird mein Kern auch angegriffen. Bei denen ist dieses Anti-Luft-Teil da gut. Also das hier, das Luftgeschütz. Dafür brauchen wir aber Blei und ich will das jetzt nicht von hier oben besorgen, weil ich sonst angegriffen werde. Jetzt kommen die Gegner überall hin. Ja, gleich haben wir es geschafft, Leute. Und danach kommt normalerweise die Phase des Ausbeutens. Also wir versuchen hier vom Kern, also möglichst viel an Ressourcen mitzunehmen. Die haben hier die Mauer kaputt gemacht und greifen auch gerade meinen Kern an. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja, also hier werden die Ressourcen drinnen gesammelt. Maximal 4k steht da unten rechts. Und jetzt kommt die Ausbeutung. Hier beim ersten kann man nicht wirklich viel machen. Also hier gibt es einmal Schrott. Das kann man aber bisher nicht benutzen. Dann gibt es hier noch Blei. Das ist ganz nützlich. Später einer der Grundbaustoffe. Und man kann halt auch die Sachen so hin und her tragen. Das dann da reinpacken. Ja, Leute, ich würde jetzt vielleicht erstmal aufhören. Also wenn dieses Video 15 Likes bekommt, innerhalb einer Woche, dann werde ich das weitermachen. Ich muss ehrlich sagen, es macht viel Spaß. Und ich könnte bestimmt Stunden damit verbringen. Und es scheint auch recht langanhaltend zu sein, also das Spiel. Man hat scheinbar einen ganzen Planeten zu erkunden und das besteht aus mehreren Sektoren. Hier haben wir einen Sektor, können Sie uns ja mal anschauen. Im Moment, hier, Planetenkarte. Hier haben wir halt einen ganzen Planeten, wo wir überall Sachen erforschen können. Und hier haben wir noch das nächste Level, Frozen Forest. Vorher müssen wir aber noch Ground Zero ausbeuten, sag ich mal. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da bei 15 Videos in einer bei 15 Likes in einer Woche. Mache ich das weiter. Ja, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und tschüss.